Kreuzfahrtschiffe. Jedes Jahr legen mehr von ihnen in unseren Häfen an. Die Branche boomt. Urlaub auf dem Luxusliner wird immer erschwinglicher. Deutsche Urlauber bereisen die Weltmeere. Schön ist, dass ich verschiedene Orte sehe und ich brauche meinen Koffer nicht ein- und auszupacken. Mit den ganzen Bars etc., mit den 17 Restaurants. Man hat sein Zuhause immer dabei. Doch die Ozeanriesen bringen nicht nur Glanz, sondern auch schädliche Abgase. Die enthalten Schwefel, Stickoxide und Feinstaub. Das wird immer mehr Passagieren bewusst. Schlimm, wir kommen also aus Essen und Essen ist ja mittlerweile sauber. Ne, war ja nicht immer so. Ne, und die früher an der Küste, die haben es immer schöne frische Luft und jetzt ist halt umgekehrt. Viele Kreuzfahrträder reagieren auf die zunehmende Kritik. Die Räder preisen ihre Schiffe mittlerweile als umweltfreundlich an. Aber sind sie wirklich sauberer geworden? Mit über 2 Millionen Passagieren sind die Deutschen die Kreuzfahrtnation Nummer 1 in Europa. Der Boom hat Folgen. Die Luftbelastung durch die Schiffe steigt. Immer am Strand wohnen, das war für ihn ein Traum. Jürgen Brandt ist als Rentner aus Frankfurt an die Ostsee nach Warnemünde bei Rostock gezogen. Der Elektroingenieur war begeistert von der See und den Schiffen. Doch auch er merkt, dass immer mehr kommen. Und das habe Folgen. Es ist Luftverschmutzung, ja. Es ist beides. Es ist Luftverschmutzung, die man nicht so gleich spürt. Es ist aber auch einfach unangenehm, weil da kriegt man Kopfschmerzen. Oder es ist einfach eine riesige Belästigung, die an sich Lebensqualität einschränkt, sodass man an sich an kritischen Tagen wirklich weggehen muss von hier. Die Schiffe sind für ihn ganz nah. Seine Wohnung liegt gleich gegenüber in dieser Anlage. Doch der schöne Ausblick erweist sich als Problem. Die Luftbelastung hinterlasse Spuren, auch auf den Balkonen und Fensterscheiben, meint er. Ja, das stinkt natürlich furchtbar, ne? Es ist manchmal so, dass es nicht auszuhalten ist. Sein Wischtuch zeige den Dreck der Schiffsschlote. Keine Spur von frischer Brise. Das ist ein Geruch, den ich sonst nicht kannte. Er riecht nicht wie Lkw-Diesel. Er riecht manchmal wie eine Kombination aus irgendeinem chemischen Stoff und Essensresten. Also manchmal riecht es nach Küchenabfällen, irgendwie sowas. Ja. Das ist anders. Dieser typische Schiffsgeruch ist nicht so, wie wenn Lkw-Diesel läuft. Ja. Er ist sicher, dass der Dreck nur von den Schiffen kommen kann. Was aber besonders aussagefähig ist natürlich, das ist erst vor kurzem geputzt worden. Also das ist jetzt wirklich nur ein paar Wochen her. Und dieses typische Braune ist genau die Farbe, die auch sonst der Rußel aus den Schornsteinen hat. Doch wie sehr ist die Luft tatsächlich durch die Kreuzfahrtschiffe belastet? Ende Mai in Warnemünde. Axel Friedrich ist morgens vor 5 schon unterwegs. Er war früher Abteilungsleiter im Umweltbundesamt und ist heute einer der bekanntesten Experten für Luftbelastung. Gleich soll hier ein Kreuzfahrtschiff einlaufen. Friedrich misst mehrere Schadstoffe. Besonders abgesehen hat er es auf den Ultrafeinstaub. Normal sind hier an der See 1500 Partikel pro Kubikzentimeter Luft. Wie viele Ultrafeinstaubpartikel sind es heute? Wir hatten eben bis 85.000 Partikel pro Kubikzentimeter. Das heißt, über den Wert, den wir als normalen Wert hier gemessen haben, mit 1.500, eine massive Erhöhung
der Konzentration an ultrafeinen Partikeln, die ihm sehr gefährlich sind. 85.000 statt 1.500 Partikel, 50 mal so viele wie normal. Aber wie ist es, wenn die Schiffe festgemacht haben? Wird es dann besser mit der Luftqualität? Friedrich misst mitten im Ort, in der Fußgängerzone von Warnemünde. Ja, wir haben hier einen Mittelwert über eine Periode von 15 Minuten von 43.000 Partikel pro Kubikzentimeter. Also extrem hohe Werte, deutlich höher als in vielen Großstädten der Welt, auch hochbelasteten Großstädten wie Peking. Das heißt, hier werden die Menschen massiv gefährdet, ihre Gesundheit, vor allem wenn sie Vorschädigungen haben, wenn sie älter sind. Eine der Ursachen für die erheblichen Abgase, die Schiffe ausstoßen, liegt im Treibstoff. Meist Diesel oder Schweröl. Was ist Schweröl für ein Kraftstoff? Die Wasserschutzpolizei Kiel hat das 2009 sehr anschaulich erklärt. Damals hatte der NDR in einer Dokumentation erstmals über die Abgase von Schiffen berichtet. Das hier ist Rohöl von den Forties aus der Nordsee. Englisches Rohöl. Und das ist also der Stoff der Begierde. Ja? In diesem Rohöl sind jetzt viele Sachen drin, die man einzeln viel besser verkaufen kann. Das heißt, deswegen wird das Rohöl raffiniert. Es geht in eine Raffinerie und wird dort sozusagen in seine Bestandteile zerlegt. Es gibt gasförmige Anteile, es gibt flüssige Anteile und irgendwann auch feste Anteile. Am Ende des Prozesses bleibt sowas übrig hier. Das ist letztendlich das, was die Raffinerie nicht mehr verarbeiten kann. Und damit fahren die Schiffe. Das ist das Zeug. Wenn ich das auf den Kopf drehe, dann passiert erstmal gar nichts. So fest ist das. Bei Zimmertemperatur ist das wie Straßenbelag. Mit diesem Zeug fahren die Schiffe. Die Schiffsabgase, egal ob aus Schweröl oder Diesel, enthalten hauptsächlich vier Schadstoffe. Kohlendioxid, das Klimagas, das die Erderwärmung mit verursacht. Schwefeldioxid, bekannt durch den sauren Regen. Es beeinträchtigt auch das Leben im Meer. Stickoxide, kurz NOx, der Schadstoff der Dieselaffäre, ein Reizgas, das als Verursacher von Husten und Asthma gilt. Schließlich Feinstaub. Je kleiner die Partikel, desto gefährlicher sind sie. Lungenentzündungen, Herzinfarkte und sogar Schlaganfälle können die Folge sein. Wie der Ultrafeinstaub aus den Schiffsabgasen auf die menschliche Gesundheit wirkt, untersucht Professor Ralf Zimmermann am renommierten Helmholtz-Zentrum München und der Universität Rostock. Seine Mitarbeiter können die einzelnen Bestandteile des Feinstaubes in den Schiffsabgasen identifizieren. Deshalb können sie auch ihre Wirkung auf den Menschen so präzise beschreiben. Wie unterscheiden sich Schiffsabgase von anderen Emissionen? Wie wirkt Schweröl im Vergleich mit anderen Treibstoffen? Wir haben in den letzten Jahren viele verschiedene Prozesse uns angeschaut, also Autoabgase und Holzverbrennungsabgase. Und da sind die Schiffsemissionen als am stärksten wirksam aufgefallen. Sowohl die mit Diesel als auch mit Schweröl. Schweröl eben hat noch diese stärkeren krebserregenden Auswirkungen. Die akuten Effekte sind bei beiden Kraftstoffen gleich stark. Mit einer besonderen Methode können Sie belegen, dass Feinstaub für den Menschen schädlich ist. Die Wissenschaftler leiten Abgase eines Schiffsmotors in ein Labor und setzen diesen Abgasen geklonte lebende menschliche Lungenzellen aus. Die sogenannte Exposition. Ja, das Besondere ist eigentlich die Art der Exposition. Bisher werden die meisten Versuche so durchgeführt, dass die Schadstoffe in Lösung zugegeben werden und die Zellen auch in Lösung sich befinden, im Medium sich befinden. Das ist sehr unnatürlich, weil Lungenzellen natürlich normalerweise eben an Luft sind. Das ist gerade ihre spezielle Eigenart. Und das können wir eben mit diesem Apparat simulieren, dass die Zellen wirklich an Luft sitzen und sozusagen wie im echten Leben die Luftverschmutzung eben empfangen können. Noch nie wurde die Wirkung von Schiffsabgasen auf lebende menschliche Zellen so realitätsnah untersucht.
Generell die Feinstaubpartikel, die führen dazu, dass in der Lunge Entzündungseffekte ausgelöst werden. Und wenn man dauernd, längerfristig mit Feinstaub in Berührung kommt, dann können diese Effekte chronifizieren. Man hat eine chronische Entzündung und das führt dann zu Herz-Kreislauf-Effekten und auch einer permanenten Entzündung der Lunge, die Erkrankungen wie Asthma und COPD stärker auslösen. Die Wissenschaftler können sogar im Rostocker Labor Schadstoffe in den Abgasfahnen der Schiffe draußen auf See aufspüren. Dafür wird bei Wind von See Außenluft angesaugt. Die Geräte sind hochpräzise. Sie können Schadstoffteilchen von Schiffen sogar in 100 Kilometer Entfernung erkennen und zuordnen. Dabei hilft, dass die Position eines Schiffes problemlos abrufbar ist. In den Hafenstädten sind die Abgase aus den Schiffen deutlich spürbar. Doch welche Auswirkungen haben sie weiter im Inland? Im Hamburger Klimazentrum haben Wissenschaftler die Ausbreitung von Schadstoffen in Norddeutschland rechnerisch erfasst. Sie fanden Erstaunliches mit Blick auf die Schifffahrt. Der gesundheitsschädliche Feinstaub aus der Schifffahrt ist ein Problem für den ganzen Norden. Die Kreuzfahrer tragen auch dazu bei. Ich war verwundert, wie groß eigentlich der Einfluss von Schiffsemissionen in den Bereichen ist, die jetzt gar nicht direkt an der Küste oder im Meer liegen, sondern eben zum Teil hunderte von Kilometern landeinwärts. Wir waren selber irgendwo erstaunt zu sehen, wie viel eigentlich aus der Schifffahrt stammt. Bisher dachten wir auch, na ja, es sind 10.000 Schiffe, die vielleicht in der Nordsee etwa fahren. Wenn man dagegen 50 Millionen Pkw hat, was soll das schon ausmachen? Aber wenn man tatsächlich auf die Emissionsfaktoren guckt, wie viel ein Schiff eben ausstößt pro Tonne und pro Kilometer Ware, dann ist das eben gegenüber dem, was ein Auto macht, in manchen Bereichen deutlich mehr. Das Phänomen ist nach wie vor kaum bekannt. Abgase von Seeschiffen machen sogar im Binnenland schlechte Luft. Im Prinzip stoßen Kreuzfahrtschiffe die gleichen Schadstoffe aus wie alle anderen Schiffe. Das Besondere, sie sind schwimmende Hotels. Wenn sie im Hafen liegen, brauchen sie Strom, Tag und Nacht. Den erzeugen sie mit ihren Dieselmotoren. Der Verband der Kreuzfahrträder, kurz CLIA, erklärt, man habe in den letzten Jahren Filtertechnik für saubere Luft eingebaut. In 111 von insgesamt 253 Kreuzfahrtschiffen des Verbandes weltweit. Was bewirken diese neuen Filter? Das wollen wir in einem weiteren Hafen untersuchen. Die Kreuzfahrt boomt auch auf den südlichen Meeren. Funchal auf der Insel Madeira im Atlantik. Wir haben Axel Friedrich gebeten, mit uns auch hierher zu reisen. Er hat in den letzten Jahren in vielen Häfen am Mittelmeer und am Atlantik die Luftbelastung durch Kreuzfahrtschiffe gemessen. Die Werte waren häufig erhöht. Stickoxide, Schwefel und Ultrafeinstaub. Das machte Schlagzeilen in vielen Ländern. Die Abgasfahne dieses Kreuzfahrtschiffs ist schwach zu erkennen. Friedrich interessiert, wie viel Feinstaub ist da drin. Doch der Wind dreht, deshalb ist die Belastung nicht einem einzelnen Schiff zuzuordnen. Fast 65.000 Partikel, dreimal mehr als in mancher deutschen Fahrverbotszone. Die Belastung ist typisch für kleine Häfen wie diesen. Drei Kreuzfahrtschiffe haben festgemacht. Hier gehen nicht mehr als drei hinein, deswegen gibt es hier nur drei. Es gibt eben auch wie Barcelona oder auch Dubrovnik oder Venedig, wo bis zu 7 Schiffe pro Tag vor Anker gehen können. Einzelmessungen wie diese werden von der Kreuzfahrtindustrie als nicht aussagekräftig zurückgewiesen. Detaillierte eigene Messergebnisse legen die Kreuzfahrträder jedoch auch nicht vor. Weder ihr Verband noch die beiden großen deutschen Branchenriesen AIDA und TUI.
Trotzdem reagieren die Kreuzfahrtunternehmen auf Kritik und geben sich zunehmend umweltfreundlich. So zum Beispiel in Kiel Ende Januar 2019. TUI stellt ein neues Schiff vor. Die Nummer 2 in Deutschland setzt, wie andere Reedereien, bei ihren neuen Schiffen auf Schwefelwäscher, sogenannte Scrubber, und Katalysatoren. Damit würden Schwefeldioxid bis zu 99%, Stickoxid bis zu 60% reduziert, ebenso die Partikel. Es würde auch deutlich weniger Feinstaub ausgestoßen. Detaillierte Messergebnisse bekommen wir nicht. Anfang 2019 gibt sich TUI umweltbewusst. Mit der Abgasnachbehandlung erreichen wir hervorragende Werte, die zum Teil sogar besser sind als Marinediesel. Besonders effektiv waschen die Scrubber den Schwefel aus. Doch wie sehr wirken sie gegen die anderen Schadstoffe in den Abgasen? Man muss jetzt unterscheiden zwischen Umwelteffekten und Gesundheitseffekten auf der einen Seite. Also Schwefel natürlich selber, Schwefelemissionen haben, ist bekannt aus dem sauren Regen, haben negative Umweltauswirkungen. Für die Gesundheit ist die Auswirkung eher minimal. Für die Reeder sind die Scrubber noch aus einem ganz anderen Grund interessant. Sie können ihre Schiffe dann mit besonders billigem, aber stark schwefelhaltigem Schweröl betanken. Der Schwefel wird durch den Scrubber dann ausgewaschen. Ohne Scrubber darf auf den Weltmeeren ab 2020 eigentlich nur noch Schweröl mit einem Schwefelgehalt von 0,5% gefahren werden. Auf der Ostsee nur noch mit 0,1% Schwefel. Mit dem Scrubber können die Reeder diese Höchstwerte jedoch ganz legal umgehen und beim Treibstoff viel Geld sparen. Im Hafen von Funchal. Axel Friedrich versucht zu messen, ob hier Scrubber eingesetzt werden und wie sie sich auf den Schadstoffausstoß der Schiffe auswirken. Doch wieder steht der Wind schlecht. Natürlich macht auch ein Scrubber, wenn er gut funktioniert, 85-90% weniger Schwefeldioxidemissionen. Aber die anderen Probleme, die ultrafeinen Partikel zum Beispiel, die bleiben da. Im Hafen von Funchal liegt im Januar 2019 auch Mein Schiff 1 von TUI. Es soll ebenfalls eine Abgasreinigung haben. Laut TUI sollen damit 60% des Feinstaubs ausgefiltert werden. Auf unsere Frage, ob damit auch Ultrafeinstaub gemeint ist, erklärt das Unternehmen: Unserer Kenntnis nach gibt es bislang keinen serienreifen Partikelfilter für Kreuzfahrtschiffe unserer Größenordnung. Die Kreuzfahrtindustrie arbeitet mit Herstellern daran, diese Technologie für Kreuzfahrtschiffe nutzbar zu machen. Aktuell gibt es sie aber noch nicht. Zitat Ende. Ein Teil des Problems ist die Weltschifffahrtsorganisation IMO. Diese gibt nämlich für Feinstaub bisher keine speziellen Beschränkungen vor. Morgens um 4 in Funchal. Jetzt erwartet Friedrich die AIDA Nova. Technisch eine Weltneuheit. Wir wollen sehen, wie die Emission dieses neuen Schiffes von AIDA ist. Es ist ja ein völlig neues Schiff, was mit Erdgas betrieben wird, flüssigem Erdgas. Und damit sollten die Abgasemissionen erheblich niedriger sein als von konventionellen Kreuzfahrtschiffen. Es ist das erste Kreuzfahrtschiff der Welt, das mit Flüssiggas betrieben werden kann. Es soll weder Stickoxide noch Schwefel oder Feinstaub in die Umwelt blasen. Wie sauber die AIDA Nova ist, lässt sich an diesem Tag jedoch kaum überprüfen. Denn der Wind weht die Abgase auf See, weg von den Messgeräten. Wind ist immer noch ungünstig, ne? Sehr ungünstig. Wenn man auch vom Wind reden kann. Er hätte gern gemessen, ob das Schiff überhaupt mit Flüssiggas gelaufen ist. Prinzipiell kann das Schiff auch mit Diesel fahren. Es hat ja zwei Tanks an Bord und man muss eben sehen, was AIDA in diesem Fall weit weg vom Hamburger Hafen auch benutzt. Für heute muss er einpacken. Eine Messung ist unter diesen Bedingungen nicht aussagekräftig. Okay.
Bei Tageslicht macht der Schornstein der AIDA Nova einen sauberen Eindruck. Viele Kreuzfahrtreedereien kündigen an, in Zukunft auf Flüssiggas zu setzen. Trotzdem will TUI vorerst darauf verzichten, da es bisher nur in wenigen Häfen getankt werden kann. Wie sehr interessieren sich die Passagiere überhaupt für den Einsatz von Flüssiggas? Wenn man sich da mal ein bisschen Gedanken drüber macht, finde ich das schon wichtig. Die Auswahl ist, glaube ich, das erste in der Form mit dem Liquid Gas. Und schauen wir mal, wie es sich weiterentwickelt. Wäre gut. Also für mich hat es schon zur Entscheidung mit beigetragen. Also ich wollte gerne auf dieses Schiff. Es ist halt leiser. Umweltfreundlicher. Ja. Ist das ein Kriterium für Sie, Umweltfreundlichkeit? Nein. Aber wenn wir ehrlich sind, nein. Die Versorgung mit Flüssiggas ist bisher allerdings sehr lückenhaft. In Funchal gibt es wie in vielen anderen Häfen bisher keine Tankstelle für Flüssiggas. Solange müssen Tankschiffe jeweils über 1500 Seemeilen von Rotterdam zum Auftanken des neuen AIDA-Schiffes in den Atlantik oder in das Mittelmeer fahren. Ein teurer, langer Weg. Bis auf die AIDA Nova fahren alle Schiffe weiter mit konventionellen Treibstoffen. 2017 verbrauchte die AIDA-Flotte nach eigenen Angaben über 50% mehr Schweröl und Diesel als 6 Jahre zuvor. Allerdings würden in immer mehr Schiffen, Zitat, moderne Abgasreinigungssysteme eingebaut. Welche das sind und ob sie den gefährlichen Ultrafeinstaub filtern, bleibt unklar. In einigen Häfen ist der Widerstand gegen die Kreuzfahrtschiffe schon vor mehreren Jahren erwacht. Ganz vorn dabei Venedig. Die Stadt ist einer der begehrtesten Kreuzfahrthäfen in Europa. Hier fahren die Giganten an den attraktivsten Orten der Stadt direkt vorbei. Beste Aussichten von Bord, aber auch viele Abgase für die Stadt. Über 500 dieser Schiffe laufen hier immer noch im Jahr ein und bringen über 1,5 Millionen Touristen. Der Sog der Giganten gefährdet die historische Lagunenstadt, die auf Pfählen gebaut ist. Schon vor 5 Jahren ist Axel Friedrich nach Venedig gereist und hat mit seinem Handgerät Feinstaub gemessen. Ich habe Werte über 100.000 gemessen pro Kubikzentimeter an Partikelanzahl, teilweise sogar über 200.000. Das heißt eine extrem hohe Belastung, die auf die schon hohe Belastung hinzukommt. Obwohl Venedig autofrei ist, ist die Luft dort sehr viel schlechter als in vielen anderen italienischen Großstädten. Deshalb haben sich viele Venezianer schon vor Jahren gewehrt. No grandi navi, keine großen Schiffe, heißt ihre Bürgerinitiative. Friedrich ist mit ihnen rausgefahren, um auch auf dem Wasser zu messen. Doch die Carabinieri haben das kleine Messboot gestoppt, die Personalien festgestellt und weitere Messfahrten verboten. Inzwischen haben die Proteste der Venezianer scheinbar etwas bewirkt. Die größten Schiffe dürfen jetzt nicht mehr in den Hafen einfahren. Dennoch ist die Zahl der Kreuzfahrtschiffe nur geringfügig gesunken. Auch in Norwegen wächst der Widerstand. Norwegen ist eines der Top-Ziele für Kreuzfahrten deutscher Reedereien. Insbesondere der Geiranger Fjord. Für die Kreuzfahrttouristen eine landschaftliche Attraktion. Das Problem hier, wegen der hohen Berge um die engen Fjorde können die Abgase nicht abziehen. Bei diesem Dreh sind Hapag-Lloyd und AIDA im Fjord. Aber das Problem betrifft alle Kreuzfahrtreedereien. Der Geiranger ist kein Einzelfall. Biobauer Anders Fredheim hat seinen Hof in Flam am Sognefjord.
Eigentlich ist die Natur unberührt. Dennoch gibt es hier nicht immer saubere Luft. Wir haben oft sehr ruhige Tage, aber häufig auch bis zu vier Schiffe. Wenn wir hier vier Schiffe haben, plus die Fähren und die Busse, dann ist die Luft fürchterlich einzuatmen. Normalerweise riecht der Sommer hier nach frisch geschnittenem Gras. Jetzt eher nach Schweröl, Öl und Treibstoff. Das norwegische Parlament hat inzwischen beschlossen, dass ab 2026 nur noch völlig emissionsfreie Schiffe in die Fjorde dürfen. Diesel und Schweröl als Treibstoff sind dann hier für alle Zukunft tabu. Auch anderswo in Europa wächst der Widerstand. Was aber passiert in Deutschland? In Hafenstädten wie Hamburg sorgen sich immer mehr Anwohner über die Luftbelastung durch die zahlreichen Kreuzfahrtschiffe. Sie trauen den offiziellen Bekundungen von Reedern und Behörden nicht mehr. Andreas Gutmann zeigt seinem Nachbarn Tom Schmattloch Fotos von verdächtig dreckigen Abgasfahnen. Sie versuchen selbst, Daten und Belege zu sammeln. Naja, auf jeden Fall ist es massive Rauchentwicklung, das ist offensichtlich. Hängt natürlich auch mit dem Wind zusammen, wie gerade der Wind halt ist. Ne? Das hier ist noch mal ein bisschen, da bin ich noch mal dichter rangegangen. Das ist glaube ich, aus Kiel. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Das ist, glaube ich, als ich in Kiel war. Mit Hightech-Geräten, entwickelt von einem jungen Hamburger Unternehmen, wollen sie ihre eigene Luftbelastung messen. Die Geräte messen unter anderem Stickoxide und Feinstaub. Wir haben seit geraumer Zeit das Gefühl, dass die Luft wesentlich schlechter geworden ist wie früher. Wir stellen fest, dass wenn wir hier oben auf den Balkonen sind oder unten auf den Terrassen, dass wir Rußpartikel auf den Tischen wiederfinden, wenn wir die Tische abwischen. Wenn wir hier am Geländer sind, stellen wir fest, dass das schlimmer geworden ist wie noch vor 20 Jahren. Und da fragen wir uns, woran das liegt. Und dann haben wir Kontakt aufgenommen mit Umweltorganisationen, die uns angeboten haben, Messstationen einzurichten, die das dann beobachten, was tatsächlich hier an Emissionen ist. Das Messnetz der Anwohner wird seit Frühjahr 2019 von der Umweltorganisation NABU betrieben. Insgesamt 8 Sensoren wurden auf Balkonen entlang der Elbe angebracht. Besonders bei den Stickoxiden würden Grenzwerte überschritten. Es gibt erste Ergebnisse, gerade entlang der Elbe ist eigentlich fast immer eine höhere Schadstoffbelastung zu sehen als in den hinteren Stadtgebieten. Und auch wenn gerade Schiffe vorbeifahren oder wenn mal ein Kreuzfahrtschiff anfährt oder ankommt, sieht man auch deutliche Peaks bei der Luftschadstoffbelastung an den Orten. Auf Nachfrage verweist die Hamburger Umweltbehörde jedoch auf die eigenen Luftmessstationen im Hafen. Hier würden die Grenzwerte sicher eingehalten. Von den zuständigen Behörden in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern erhalten wir ähnliche Antworten. Doch es gibt Kritik an den Messverfahren der Umweltbehörden. Teilweise seien Messstationen nicht sinnvoll platziert, heißt es. Eine der Stationen liegt mitten im industriellen Hamburger Hafengebiet. Axel Friedrich schaut sich die Standorte an. Es scheint mir ziemlich weit weg zu sein von den Wasserwegen. Man verdünnt die Luft natürlich, je weiter weg bin, desto weniger messe ich. Aber das Problem ist, hier wohnt keiner, hier läuft keiner. Das heißt, das, was ich eigentlich messen möchte, ob Menschen belastet sind, das kann ich hier nicht feststellen. Die Messstation in der Nähe des Kreuzfahrtterminals Altona liegt etwas versteckt hinter hohen Wohnhäusern. Auch dieser Standort ist für Friedrich nicht ideal. Die Umweltbehörde Hamburg erklärt, auch hier würden die Grenzwerte eingehalten. Doch es gibt ein Problem. Die behördlichen Grenzwerte nach Gewicht sind lediglich ein Indiz für die Feinstaubgefahr.
Für die Beurteilung der Gesundheitsgefährdung reichen sie aus Sicht zahlreicher Experten nicht aus. Viele Studien belegen, der grobe Feinstaub mit Partikeln größer als 10 Mikrometer wird in der Nase gefiltert. Die feineren Staubteilchen, also weit kleiner als 2,5 Mikrometer, können dagegen tief in die Lunge und sogar in die Blutbahn gelangen. Die möglichen Folgen: Herzkrankheiten und Infarkte. Noch gefährlicher allerdings ist der noch feinere Ultrafeinstaub. Er kann auch das Gehirn erreichen und zu Schlaganfällen führen. Die kleinen, leichten Teilchen sind entscheidend, weil schon wenige dieser winzigen Partikel Schäden anrichten können. Doch sie wiegen kaum etwas und einen Grenzwert gibt es für sie nicht. Die ultrafeinen Partikel, die sehr, sehr klein sind, haben kein Gewicht. Und deswegen sind sie auch so problematisch, weil sie tief in die Lunge eindringen, sogar ins Gehirn vordringen können über den Großnerv. Das heißt, das sind eigentlich die Dinge, die gemessen werden müssten. Aber das wird immer nur in Forschungsbereichen gemessen oder von Umweltverbänden. Und das ist unakzeptabel. Die offiziellen Grenzwerte nach Gewicht sind also lediglich ein Indiz für die Feinstaubgefahr in der Luft. Axel Friedrich misst daher anders als die Behörden die Anzahl der ultrafeinen Partikel. Mit seinen Zweifeln am behördlichen Messverfahren ist er nicht allein. Nein, das macht keinen Sinn. Also aus unserer Sicht wäre eine Partikelmessung, also Partikelanzahlmessung oder sogar eine Rußmessung unbedingt erforderlich. Ich denke, die Behörden sind sich darüber bewusst, dass sie mit einer PM2,5-Messung oder auch einer chemischen Messung, also von Zusammensetzung von Partikeln, viel mehr erreichen könnten. Aber da fehlt eben auch noch das nötige Geld und auch die Umsetzung in den Richtlinien, um das eben einzusetzen. Aber die Behörden in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern bleiben dabei. Sie sehen auf Anfrage keine konkreten Gesundheitsgefahren für die Anwohner durch Kreuzfahrtschiffe. Trotzdem wollen all diese Küstenländer mit großem Aufwand die Luftbelastung während der Hafenliegezeiten reduzieren. Auch die Bundesregierung will das. In Kiel setzte man dafür auf eine besondere Technik: Landstrom, allerdings vorerst nicht für Kreuzfahrtschiffe, sondern nur für die Fähre nach Norwegen. Anfang Mai weihen sie in Kiel die erste Landstromanlage der Stadt ein. Die Idee: Wenn die Fähre anlegt, wird eine Steckverbindung zum Stromnetz hergestellt. Dann können die Schiffsdiesel abgeschaltet werden. Das Schiff wird mit sauberem Strom vom Land aus versorgt. Technisch ist das seit Jahren kein Problem. Wie sehr die Reederei den Landstrom allerdings nutzen möchte, bleibt vage. Ja, die Frage ist jetzt schwer zu beantworten. Ich kann nicht sagen, von welchen Zeitfenster wir sprechen. Aber wir werden sie nutzen. Aber ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, dass wir sie rund um die Uhr, wenn wir hier sind, nutzen werden. Die Landstromanlage ist ein freundliches Angebot, mehr nicht. Ob die Räder den sauberen Strom nutzen, können sie selbst entscheiden. Sie sind nicht dazu verpflichtet. Ab 2020 soll es den Landstrom in Kiel dann auch für Kreuzfahrtschiffe geben. Anderswo im Norden haben sie schon ihre Erfahrungen mit Landstrom für Kreuzfahrtschiffe gemacht. In Hamburg gibt es seit 2017 an einem der drei Kreuzfahrtterminals Landstrom. Doch bisher hat nur eine Reederei, AIDA, den Landstrom regelmäßig genutzt. Und das auch nur 20 Mal im letzten Jahr. Rund 90% aller Kreuzfahrtschiffe verzichten auf Landstrom, obwohl viele Landstrom nutzen könnten. Sie verbrennen weiter lieber Schweröl oder Diesel und belasten die Atemluft der Anwohner. Auch AIDA nutzte den Landstrom im vergangenen Jahr oft nur von 8 Uhr bis 10.30 Uhr. Dann wurde umgeschaltet auf den eigenen Betrieb mit Abgasen. Denn ab 10.30 Uhr wird der Landstrom teurer. Der Mitarbeiter der Hafenverwaltung kennt das Dilemma.
Technisch gesehen ist es keine große Schwierigkeit, mehr Landstromanlagen in anderen Häfen zu bauen. Wir haben die Herausforderung, dass der Dieselpreis, der ja maßgeblich ist, wenn Strom an Bord produziert wird, deutlich gefallen ist seit 2014. 2014 war der Business Case für die Landstromanlage positiv. Aufgrund des Preisrückgangs für Diesel ist er inzwischen negativ. Das heißt also, mit Landstromanlagen sind derzeit europaweit praktisch kein Geld zu verdienen. Und für die Reeder ist es günstiger, Strom an Bord mit Diesel zu produzieren. An den beiden anderen Hamburger Kreuzfahrtterminals wurde Landstrom erstmal nicht eingebaut. Das soll nun in den nächsten Jahren anders werden, heißt es. Und so ist es kein Einzelfall, dass dieses Kreuzfahrtschiff nicht am Terminal mit Landstrom anlegt. Seit Inbetriebnahme der Anlage fuhren 139 Kreuzfahrtschiffe, die landstromfähig sind, daran vorbei. Daran hat der Hamburger Senat bislang nichts geändert. In Rostock-Warnemünde gibt es bisher keine Landstromanlage. Dabei laufen hier jedes Jahr fast 200 Kreuzfahrtschiffe im Hafen ein. Seit Jahren streiten sie daher über den Bau einer Anlage. Doch der Senat der Stadt hielt sie lange für nicht durchsetzbar. Der Finanzsenator kennt die Gründe. Der Druck am Anfang ist nicht groß genug gewesen. Ich kann mich entsinnen, dass wir vor ein paar Jahren diskutiert haben, kann man als Hafen, kann man als Stadt voranschreiten? Und dann hatten wir Diskussionen mit den Reedereien. Na, wenn ihr das in eurem Hafen verlangt, in der Ostsee gibt es noch viele andere Häfen, dann laufen wir Rostock eben nicht an. Ich glaube, da hätte man enger zusammenarbeiten müssen. Die Reedereien sind auch hier zurückhaltend. Bisher hat nur AIDA die Nutzung in Aussicht gestellt. Nächstes Jahr soll Landstrom sogar an zwei Piers möglich sein. Aber warum dauert es so lange? Wir reden über eine Investition von fast 20 Millionen Euro. Ne? Die schüttelt keiner von uns hier einfach so aus dem Ärmel. Insofern dauern die Prozesse ein bisschen. Und wir brauchen natürlich eine Förderung. Inzwischen unterstützt die Landesregierung auch das nach Kräften. Insofern sind wir jetzt in der Lage, das zu realisieren. Und nächstes Jahr geht es zum Glück los. Es sind letztlich die Steuerzahler, die die Landstromanlagen bezahlen, nicht die Reedereien. Unbefriedigend, findet Jürgen Brandt. Da bin ich nämlich gespalten. Also einerseits ist es gut, dass es mit Rücksicht auf die Anwohner Landstromanschlüsse geben kann oder geben wird. Nur bei den Gewinnen, die die Reedereien machen, ist es ein Trauerspiel und ist an sich fast eine Frechheit, dass die sich nicht an der Finanzierung beteiligen. Zusätzlich soll jetzt auch der Strom subventioniert werden. Dafür will die Bundesregierung das Erneuerbare Energiengesetz ändern. Der Landstrom soll für die Reeder billiger werden. Es sind Investitionen, die meist damit gerechtfertigt werden, dass die Kreuzfahrtschiffe den Städten viele Gäste und damit auch viele Einnahmen bringen. Doch was ist da dran? In Deutschland befasst sich Alexis Papatanassis von der Hochschule Bremerhaven mit dem wirtschaftlichen Nutzen der Kreuzfahrtschiffe. Er hat weltweit analysiert, was sie den Häfen einbringen. Zur Einordnung muss man wissen, dass der wirtschaftliche Nutzen pro Ankunft eines Kreuzfahrttouristen nur ein Drittel dessen beträgt, was ein normaler Landtourist einbringt. Ein Kreuzfahrer ist weniger wert als jemand, der übernachtet. Selbst nach den Zahlen des Branchenverbandes CLIA gibt ein Kreuzfahrttourist in Deutschland bei einem Landgang nur durchschnittlich 48 Euro pro Tag aus. Das ist weniger als die Hälfte von dem, was Deutsche durchschnittlich pro Tag im Urlaub ausgeben. Und Hoteltouristen zahlen noch weit mehr. Sind Kreuzfahrtpassagiere überhaupt ein gutes Geschäft? Ein gutes Geschäft? Das ist relativ. Oft denkt man einfach, der Kreuzfahrer geht an Land,
gibt viel Geld aus, fährt ab und jeder wird reich. Doch es geht nicht nur darum, was der Passagier ausgibt. Wir müssen auch bedenken, was dieser Passagier kostet. Denn die Infrastruktur wird von der Allgemeinheit finanziert. Aber bedeutet der Kreuzfahrtboom wenigstens hohe Steuereinnahmen? Im Falle des Marktführers AIDA ist die Recherche kompliziert. Denn AIDA gehört zur italienischen Costa-Reederei. Und diese ist ein Tochterunternehmen des US-Kreuzfahrtkonzerns Carnival. Er ist in den USA an der New Yorker Börse notiert. Dort gelten für Firmen strenge Veröffentlichungspflichten. Bei der US-Börsenaufsicht SEC stößt man in den gewaltigen Datenmengen schließlich auf AIDA. In den Dokumenten, die das Mutterunternehmen Carnival dort hinterlegt hat, heißt es, AIDA ist von der deutschen Einkommenssteuer ausgenommen. Das Unternehmen unterliegt größtenteils der günstigen italienischen Tonnagesteuer. Für weitere Erträge zahle das Unternehmen in Italien effektiv 4,8% Steuern. AIDA dazu? Die Schiffe der AIDA-Flotte fahren unter italienischer Flagge. Selbstverständlich erfüllen wir nicht nur in Deutschland und Italien, sondern auch in allen weltweiten Fahrtgebieten unsere Steuer- und Gebührenpflicht gemäß den jeweiligen nationalen Gesetzgebungen. Wir sind ein Motor für die regionale Wirtschaft und den maritimen Standort Deutschland. Ähnlich wie AIDA haben auch andere Kreuzfahrtreedereien Steuervergünstigungen in ihren ausländischen Heimathäfen. So können sie Steuerzahlungen in Deutschland ganz legal mindern. Die Konzerne wissen um die Umweltproblematik, geben sich offen für neue Techniken und Schiffstreibstoffe. Doch was ihre Traumschiffe tatsächlich rauspusten, bleibt weiterhin nebulös. Denn genaue Daten für Ultrafeinstaub etwa geben sie nicht preis. Wir haben festgestellt, dass es genauso dreckig ist wie vorher, was die Partikel angeht. Das heißt, wir haben bisher hier bei den Ultrafeinpartikeln keine wesentliche Verbesserung gesehen. Bislang bleibt es den Reedereikonzernen überlassen, ob sie neben dem Profit auch noch an die Gesundheit denken. Oder eben nicht.